Willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Ich habe mir die vorherige Episode nochmal angesehen und da ist mir was aufgefallen. Deswegen will ich jetzt nochmal ganz kurz zurück hier ins Capillidorf. Und zwar sollen wir auch noch ein fliegendes Schwein finden. Und ich glaube, das war da irgendwie direkt beim Questgeber. Zumindest sah das ein bisschen so aus. Und das will ich jetzt doch nochmal überprüfen. Deswegen gehen wir jetzt dahin. Schauen uns das nochmal an. Danach können wir dann hoffentlich mit der Hauptstory weiterfahren. Hier ist es. Das ist doch das fliegende Schwein hier. Das hat hier so kleine Flügel. Aber damit kann man nichts machen. Na gut. Schade. Hätten wir das geklärt, können wir wieder zurück hier zu den Windrädern. Vielleicht finden wir noch ein fliegendes Schwein. Vielleicht hat es ja zwei Stück. Das wäre möglich. Dann schauen wir mal, was hier auf uns wartet. So. Das ist ja ein komplett neues Gebiet. Hier waren wir noch gar nicht. Zaubertränke, schön, schön. Oh. Was ist das da am Wegesrand? Der Zirkus war hier, ganz ohne Frage. Sobald wir das Zelt finden, lasse ich meine Stimme erklingen. Und beginne meine brillante Bühnenzukunft. Du meinst Karriere, hör, was ich sage. Okay, das sind Spuren von dem Zirkus. Ich hoffe, die nehmen uns nicht Rubella weg. Das wäre ziemlich schade, denn die leistet echt gute Arbeit, muss man sagen. Hui. Dieser Wasserfall kommt aber von ganz schön im Nirgendwo raus. Ja, merkwürdig. So. Ach, guck mal einer. Was haben wir denn hier? Starkes Heiltonikum. Schön. Ja, also Items haben wir mittlerweile, glaube ich, echt sehr viele. Werde ich jetzt aber nicht extra überprüfen. Aber wir werden das bestimmt dann... ein neuer Gegner. Da können wir in die Höhle rein. Na gut, dann würde ich sagen, bekämpfen wir den mal. Und schauen, was es so drauf hat. Das sind wieder diese... komischen Waldschratz. So. Oh, Rubella ist fast tot. Das ist natürlich schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Was machen wir denn? Ich glaube, wir werden ein Sternenlicht einsetzen. Und zwar auf den vorderen. Und Rubella sollte sich vielleicht mal dringend heilen. Mist. Ah, nur das Tempo erhöht. Das ist ja okay. Das hat ganz knapp noch gereicht, dass wir dem noch eine reinhauen konnten. So, der hat auch das Tempo erhöht. So, mal schauen, vielleicht können wir den Dicken noch unterbrechen. Ich glaube, der ist wesentlich schlimmer als... Ja, 45 geht eigentlich noch. Hätte ich jetzt mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dann machen wir den noch platt. 53er, die halten gar nichts mehr aus mittlerweile. So. Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so ein Problem werden, hoffe ich. Und denke ich auch. Ich will nochmal unterbrechen. Ja, da ist er auch schon tot. Der hat ja... konnte ja gar nichts. Wenn ich das mal so sagen darf. Ein ungeschliffener Saphir. Oh, ouch, ich fliege natürlich wieder prompt rein. Das gibt's doch nicht. Noch mehr Edelsteine. So. Dann war's das hier drin, glaube ich, auch schon. Hier ist ein fliegendes Schwein. Hey. Na, dort oben ein Schwein mit Flügelschwert. Achilles, vielleicht haben wir uns geirrt. Oink. Ja, können wir dich mitnehmen? Das kann nicht unser Achilles sein. Die leuchtende Tinte fällt auf diesem Schwein. Ja, wie viele fliegende Schweine gibt es denn hier? Warum ist der dann hier, wenn es nicht Achilles ist? Okay, wir suchen ein Schwein mit irgendwelcher Tinte. Oder besser gesagt, wahrscheinlich mit einer Tattoo oder so. Schauen wir mal, ob wir das finden können. Bisschen heilen hier, Rohr.
trotz allem doch einiges abgekriegt beim letzten Kampf. So, da ist nochmal so einer. Wir sammeln aber zuerst mal hier wieder ein bisschen Energie auf. Beschleunigungselixier, das können wir vielleicht auch irgendwann mal verwenden. Da ist wieder ein neuer Gegner. Uiuiui. Holla die Waldfee. So, was machen wir denn? Schwer zu sagen, der ging eigentlich relativ schnell down. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal auf den hier. So, langsam den. Sternenlicht drauf, damit er auch noch schön in die Vorbereitung reinkommt. Damit wir nach Ja unterbrechen können. So. Dann. Ich bin fast geneigt, den durchzulassen irgendwie. Aber, ne. Habe ich mir irgendwie in der letzten Sekunde anders überlegt. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber naja. So ist es halt. So, kommen wir da noch rechtzeitig ran? Ja, wir müssen fast, ne? Der ist immer noch nicht tot. Eieiei. Ja, der kommt niemals in die Vorbereitungszeit rein. Wir hauen ihm aber trotzdem noch eine rein. Mist, ich habe das Handy schon wieder hier liegen lassen. Das sollte ich eigentlich nicht tun, wenn ich am Aufnehmen bin. Aber Fehler passieren leider. So. Gib ihm. Und du gibst ihm. Oh. Der ist ja richtig langsam wieder. Mist. So, das könnte es aber mittlerweile ja gewesen sein. Sehr schön. Na komm, ärgern wir ihn noch ein bisschen. Vielleicht kommen wir da sogar noch ran. Nein, kommen wir nicht. Au, wow. Wow. Okay, das, war jetzt überraschend. Er hat Rubella quasi one-hitted. Wir haben doch irgendwo noch ein Wiederbelebungselixier. Antidot wiederbeleben. Hier, 4 Stück. Na los. Auf geht's. Das gibt ja fast volle AP. Das ist ja Wahnsinn. So, erstmal wieder heilen. Und du haust immer eine rein. Nein, Mist, ich wollte... Ja, da ist er schon tot. Ich wollte eigentlich die Aurora heilen. So. Schön Level Up. Starkes Haltonikum. Sehr schön. Also die sind doch nicht so schwach, wie ich das am Anfang gedacht habe. So, jetzt müssen wir hier aber dringend mit dem Glühwürmchen ein bisschen heilen. Sonst wird das beim nächsten Kampf richtig knapp. So. Ist das das Schwein? Und wer bist du? Hat es kein Zeichen, lassen wir es in Ruhe. Na gut. Ich frage mich, wie viele von diesen fliegenden Schweinen es hier gibt. Das wäre schön zu wissen. So, wir verbrauchen wieder die ganze Energie, aber das ist wohl vonnöten. Können wir den Schalter hier betätigen? Nein. Können wir hier rein? Jawohl. So, das sieht aber ziemlich böse aus. Ups. So. Hat es doch geklappt. Das Spiel ist in dieser Hinsicht sehr fair. So, was hat sich jetzt getan? Ist für mich gerade nicht ersichtlich. Oh, eine Frau. Oder ein Kind vielleicht noch. Schwer zu sagen. Täuscht mich mein Auge. Igniculus, ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, die süße Nora. Kann das denn sein? Du lagst im Bett. Aschfahl wie ein Brett. Es war zum Verdrießen. Es ist ein Wunder. Mutter und der Herzog werden Tränen vergießen. Wie lange bist du schon hier? Wie geht es Vater? Er fühlt sich schlecht. Leider gar nicht sehr. Leider gar sehr. Seit er zu Bette liegt. Einen Tag ist es nun her. Sanft habe ich ihn in den Schlaf gewiegt. Amseln flogen durch die Luft. Flieder verströmten den herrlichen Duft, dann das Grauen.
Den Turm hinauf schleppte mich ein Schuft. Hilflos zerrte man mich in einen Spiegel hinein. Ein Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Gehen wir nach Haus zu Mutter und Vater. Frohen Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch in die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir fürwahr. Jedes Hindernis heute und immer da. So, unsere Schwester Nora hat sich unsere Gruppe angeschlossen. Schön. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Charaktere austauschen kann. Vielleicht, wow. So, hier erstmal. Was sollten wir denn hier tun? Genau, hier wollten wir zuerst noch nach oben. Dann 10 Fertigkeitspunkte für die... Ich wollte jetzt schon sagen Einlullen, aber die heißt Nora. Einlullen ist die Fähigkeit. Mist. So, was hat sie denn? Verringert das Tempo einer anvisierten dunklen Kreatur. Beschleunigen. Ein mächtiger Hieb, der mit einer Chance von 20% eine anvisierte dunkle Kreatur 4 Sekunden lang lähmt. Oh, das ist nicht schlecht. Unter Umständen macht sogar etwas Schaden. Was haben wir denn sonst noch? Versteinern 2. Alle können wir einlullen, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Beschleunigen. Zeit verzaubern. Bis bei 30% auf der Zeitleiste beginnen. Dies ist eine passive Fertigkeit. Ja, es könnte nützlich sein. Was haben wir hier? Unaufhaltsam. Schützt alle Verbündeten 4 Runden lang vor Unterbrechung während der Vorbereitung eines Zaubers oder Angriffs. Es braucht aber selber sehr, sehr lange Zeit, um vorzubereiten und sehr, sehr viel Mana. Vielleicht hat sie natürlich auch viel Mana, das könnte sein. Ja, das braucht dann schon weniger. Aber das geht nur auf eine Person. Ah, okay, das geht von hier unten. Versteinern. Ich glaube, wir werden erstmal hier durchgehen. Was haben wir hier? Einlullen alle. Joa. Einlullen. Und versteinern. Yay. Oh, hier geht es wahrscheinlich dann noch weiter. Aber das wissen wir wahrscheinlich erst, wenn wir irgendwie hier oder hier ankommen. Na, mal schauen. So. Unsere Party. So, was passiert, wenn ich jetzt hier auswählen mache? Gruppe. 2. Ja, hier kann man durchklicken, aber ich weiß nicht, wie ich jemanden zur Gruppe hinzufügen könnte. Aber schauen wir uns doch mal die Werte an. 24 Stärke. Das ist Aurora besser. Viel mehr Verteidigung. Viel weniger Magie. Ja, fast gar keine Magie. Huiuiui. Ja. Geht eigentlich so. Ich bin jetzt nicht so berauscht von Nora, muss ich sagen, bis jetzt. Aber vielleicht, wenn wir sie dann irgendwann mal eine Aktion erleben. So, hier können wir gar nicht hoch. Das ist natürlich schlecht. Schon wieder ein Schwein, aber das hat auch wieder keine Farbe. Das ist nicht Achilles, glaube ich. Wir müssen sicher sein, ich will es. Ja, das ist nicht Achilles. So, gibt's hier noch was? Jede Menge Windmühlen. Da ist nochmal so ein fieser Typ. So, ich wollte noch ein bisschen heilen, genau. Dann schauen wir mal, wir müssen noch um die Kiste noch holen. Ansonsten gibt es bestimmt auch noch viel anderes hier zu machen. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Ich habe die Höhle gesehen. Oh. Links in die Stadt der Bulmus Populi. Rechts in Mathildis Wald. Ja. Uiuiui. Ach, da kommen wir auch nicht hoch. In den Wasserfall. So, außenrum. Das geht wahrscheinlich gar nicht, ne? So, komm. Ach, der Wind. Der ist natürlich auch noch zusätzlich erschwerend.
So. Jetzt sind wir ja fast wieder voll. Das ist super. So, gehen wir hier durch und holen uns die Kiste. Ich glaube, die mit den Schaltern, die kann das Glühwürmchen nicht aufmachen. Die anderen schon. So, wofür brauchen wir diese Kiste? Ich lasse die jetzt einfach mal hier runter. Was anderes geht, glaube ich, auch gar nicht. Und da lassen wir sie erstmal. Denn wie gesagt, ich möchte hier noch zur Kiste. Hey! Nicht schießen, bitte. Oh. Habe ich fast wieder was vergessen. Zwei starke Heiltonikum. Die kann man immer brauchen. So. Den werden wir jetzt nicht bekämpfen. Wir haben schon genug gekämpft jetzt. Oh. Ein Bekenntnis Nummer 7. Ist wahrscheinlich das hier. So, ich lasse das kurz stehen. Dann könnt ihr das lesen. Und machen dann in der Zeit weiter. Ja, hier gibt es auch nichts mehr. Oder war hier noch eine Höhle? Nee, da war, glaube ich, nur einer auf der anderen Seite. Genau, hier ist eine Höhle. Nützt uns dieser... Hier kommen wir nicht rein. Da müssen wir zuerst irgendwas aufmachen, denke ich. Boah. So, schnell durch. Sehr schön. Was ist das für ein ekliges Vieh? Schön, schön. Ein LP-Sternenstaub. Sollen wir hier reingehen? Ich habe ein bisschen Angst, aber wir gehen mal rein. Ist wahrscheinlich wieder nur so eine Art Secret. Feuer. Dann müssen wir mal kurz die Oculus checken. Ja, da haben wir natürlich Feuerschaden drin. Das ist nicht das, was wir momentan brauchen. Ich müsste auch mal wieder welche herstellen. Da könnten wir einen von denen reintun. Rubella. Ja, da machen wir auch mal so einen rein. Feuerschaden. So. Auf geht's. Das sind direkt zwei Stück von denen. Mal sehen, was die können. Außer dumm in der Gegend rumschreien. Ich glaube, wir werden erstmal mit beiden auf den hier gehen. Kontert. Oh. Das ist natürlich fies. So, gib ihm Wasserschaden. Sehr schön. So. Können wir den noch... Ist jetzt die Frage. Wir unterbrechen den hier, weil wir sowieso schon Schaden auf den am Machen sind. Autsch. Zum Glück sind beide feuerresistent. Das wäre sonst... Könnte ziemlich ins Auge gehen. So. Du kommst noch in die Vorbereitungszeit rein. Das war so geplant. Und bist immer noch nicht tot. Wow. Das müsste es doch mittlerweile reichen, verdammt. So. Nochmal. Sehr schön. Sie geht auf Rubella. Das ist okay. So, wir wollen den hier einfach mal ausschalten. Und das haben wir auch geschafft. Das Schöne ist, dass die Attacke dann automatisch auf den nächsten Gegner geht. So. So, erstmal hier noch ein bisschen Energie einsammeln. Das sollte jetzt hoffentlich kein Problem mehr sein. Schön unterbrochen. Weiter geht's. Verlangsamen, bis Rubella wieder vorne ist. Hervorragend. Ja, ich muss ihn noch aufpassen, dass er noch schön in die Vorbereitungszeit reinkommt. Und das war's. Energie. Dankeschön.
Was für ein Ort, entsetzlich und hart. Die finstere Wildnis eines Elfenlands. Nichts für edle Geschöpfe unserer Art. Wo hast du die Magie erlernt? Und was sind das für schöne Schwingen? Die Walddame legte mir die Sterne offen. Ah, du hast sie auch getroffen. Mich beschenkte sie mit magischen Ringen. Wenig bot sie mir, nur diese kleine Flöte hier. Ich bin deine ältere Schwester. Du bist noch so klein und schwach. Nicht doch, die Krone schützt mich vor Ungemach. Ja, das ist schön. Gut. Sammeln wir das noch ein. Und, ja, wir könnten die eigentlich noch direkt verteilen. Verteidigung. LP. Ja, ich glaube, LP kriegt die Aurora. Und Verteidigung auch. So. Gut, das war's für diese Episode. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn euch das Let's Play gefällt, gebt mir doch einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Northgate.